Es ist endlich soweit, wir können Tomaten vorziehen und wie das funktioniert, das zeige ich dir heute, sodass du am Ende richtig schön kräftige, gedrungene Pflanzen hast, nicht so schwächliche, langgezogene Dinger, sondern genauso tolle Tomatenpflanzen vorziehst, wie man sie aus der Gärtnerei kennt. Und der erste Schritt ist natürlich, dass ihr euch erstmal überlegt, welche Sorten ihr überhaupt anbauen wollt und euch das Saatgut besorgt. Ich habe mal ein Video über die 5 Tomatensorten gemacht, die wir am liebsten anbauen, weil sie lecker sind, weil sie ertragreich sind und gut wachsen, robust sind. Das kann ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung verlinken, genauso wie meine komplette Tomatenanbau-Playlist, sodass ihr euch da durchklicken könnt. Aber ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, mit welchen Sorten ihr die besten Erfahrungen gemacht habt, weil da, glaube ich, ganz viele Leute gerne durchschauen und sich ein bisschen Inspiration holen. Aber ich filme das Video hier vor, das heißt, ich sähe jetzt nur eine Sorte aus und auch nur in einem ganz kleinen Maßstab, um euch das einmal zu demonstrieren, und mache dann mit euch mit, sobald das Video online ist, und dann geht es richtig los mit der Anzucht. Das Allerwichtigste, was man am Anfang erstmal wissen muss, ist, dass Tomaten nur keimen, wenn es richtig schön knackig warm ist. Die wollen so ungefähr 20 bis 24 Grad haben, damit die überhaupt aufgehen und keimen können. Das heißt, wenn wir unsere Tomaten gleich säen, dann stellen wir die in die Nähe der Heizung. Auf die Heizung ist ein bisschen zu warm meistens, und vor allem trocknen die Töpfchen dann super schnell aus. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Aber ich stelle sie oft unter die Heizung, natürlich mit einem Untersetzer, sodass sie schön ordentlich warm haben, also wärmer als normale Zimmertemperatur. Als Anzuchterde kannst du entweder gekaufte Anzuchterde verwenden. Ich verwende da ganz gerne torffreie Erde, einfach weil ich das ökologischer finde und sinnvoller und man wirklich keinen Torf braucht, um die Tomaten vorzuziehen. Du kannst aber auch gut ausgereiften Kompost nehmen, solange der unkrautfrei ist oder möglichst unkrautfrei, sodass nicht so viele andere Pflanzen aufgehen, und wirklich schön reif, also dunkel und feinkrümelig und schön nach Waldboden riecht, dann kannst du Tomaten auch in Kompost vorziehen. Das ist gar kein Problem. Viele Leute denken immer, dass Kompost viel schärfer wäre und den Pflanzen irgendwie schadet, als er wirklich ist. Aber wir haben damit super Erfahrungen gemacht und bei uns wachsen die Tomaten, die wir in Kompost vorziehen, am allerbesten. Wenn du Anzuchterde verwendest, dann musst du später, darüber sprechen wir gleich auch noch, ein bisschen mehr düngen, also ein bisschen mehr Dünger ins Gießwasser geben. Ansonsten ist das aber auch gar kein Problem. Und dabei sähe ich ungefähr 5 Samen in ein Töpfchen. Je nachdem, wie groß deine Töpfe sind, kannst du natürlich auch 100 in eine große Schale säen, wenn du so viele Tomaten anbauen möchtest. Einfach so, dass jedes Korn so ungefähr 1 cm zu allen Seiten Platz hat. Darauf versuche ich zu achten, aber das ist nicht ganz so wichtig. Die gehen also erstmal alle zusammen in einem Töpfchen auf oder in mehreren Töpfchen, und dann pikieren wir die später, also wir pflanzen die später um, das zeige ich euch gleich, in eigene Töpfchen, sodass jede Pflanze einen eigenen Topf hat. Und wenn du die Tomaten aussäst, dann säst du die Körner 1 cm tief. Dafür kannst du die Erde wieder ein bisschen zur Seite schieben in deinen Anzuchttöpfchen, die Samen säen und die dann wieder mit 1 cm Erde bedecken und ein bisschen leicht andrücken, aber es sollte schon noch schön locker sein obendrauf. Und dann gießt du das Ganze vorsichtig an, am besten mit einer Gießkanne, die so eine Brause vorne hat, eine ganz feine, sodass der harte Wasserstrahl nicht deine Samen wieder nach oben spült und alles durcheinander bringt. Und dann hältst du das, bis sie aufgegangen sind, auf jeden Fall schön, schön feucht, und stellst es, wie gesagt, an einen warmen Ort, sodass die Pflanzen da richtig schön aufgehen können. Und sobald sich die allerersten Pflänzchen zeigen und die Pflanzen aufgehen, müssen die Tomaten in einen kühleren Raum umziehen bzw. von der Heizung wegziehen in einen Raum, wo es ungefähr 16 bis 18 Grad ist, weil dann mögen sie es eher ein bisschen kühler. Das gilt auch für die allermeisten anderen Gemüsepflanzen, die man jetzt vorziehen kann. Also so ganz warm, das klappt nicht. Da werden die Pflanzen sehr dünn und schwächlich und irgendwie nicht so toll, wie wenn sie kühler stehen. Also suchst du einfach nach dem kühlsten Ort, den du bei dir findest, und stellst da dein Anzuchtregal hin. Und ich empfehle euch ja immer, die Pflanzen, gerade so Sachen wie Tomaten, nicht an der Fensterbank vorzuziehen, weil jetzt gerade ist es draußen einfach noch nicht hell genug und die meisten Fenster kriegen nicht genug Licht, sodass die Pflänzchen alles bekommen, was sie brauchen. Wenn du nichts anderes hast und dir keine Pflanzenlampen kaufen möchtest, ist das natürlich besser als gar nichts. Dann such dir das sonnigste Fenster, das du hast. Aber gerade sind die Tage auch einfach noch zu kurz. Die Pflänzchen, die wollen 16 Stunden Licht am Tag, und das kriegen sie einfach auch am Fenster nicht. Und deswegen arbeiten wir mit LED-Pflanzenlampen. Die kann ich euch auch mal wieder unten in die Videobeschreibung packen, wenn ihr schauen wollt, welche wir verwenden. Die strahlen in komischen Farben und das sieht immer ein bisschen seltsam aus und alle Leute denken, dass wir Hanf anbauen würden. Aber die funktionieren hier richtig gut und da kriegt man dann auch im Haus so richtig perfekte Pflanzen hin, wie man die aus der Gärtnerei kennt, und eben nicht diese langgezogenen, gelblichen, schwächlichen Pflanzen, die wir zum Beispiel immer
hatten, wenn wir an der Fensterbank vorgezogen haben. Aber das liegt eben auch daran, wie groß das Fenster ist, wie sonnig das Fenster ist und so weiter. Jetzt haben wir also hier so einen Kindergarten von Tomatenpflanzen. Jetzt ist es weiter wichtig, dass die Erde feucht bleibt und sobald sich die ersten richtigen Blätter zeigen. Also am Anfang bilden die Tomatenpflanzen ja so ganz schmale andere Blätter, die nicht so tomatenartig aussehen. Das sind die Keimblätter und danach kommen die ersten richtigen Blätter. Und das ist das Stadium, wenn die ersten richtigen Blätter zum Vorschein kommen, wo man die Pflanzen am besten pikieren kann. Das heißt, wir holen uns die Pflanzen jetzt aus dem Topf raus, ganz vorsichtig. Man fasst die immer besser an den Blättern an als am Stängel, weil der Stängel ist sehr empfindlich und die Blätter können das besser ab. Und dann trennen wir die Pflanzen voneinander. Wenn die ganz lange Wurzeln haben, kann man die einkürzen unten. Dann werden die angeregt, noch mehr Wurzeln zu bilden. Dann kriegt man kräftigere Pflanzen. Und dann setzen wir jedes einzelne Tomatenpflänzchen in einen einzelnen Topf um. Ihr könnt entweder einmal pikieren, dann könnt ihr die gleich in größere Töpfchen umpflanzen. Dann nehme ich ungefähr so breite, so hohe Töpfe, dass sie wirklich viel Platz haben, bis sie groß und stark werden können. Oder ihr pikiert sie später nochmal und setzt sie jetzt erstmal in einzelne kleine Töpfchen. Das ist nicht unbedingt nötig, aber führt manchmal dazu, dass man noch ein bisschen kräftigere Pflanzen bekommt, weil man sie dann später noch mal tiefer einsetzen kann. Beim Pikieren kann man sie nämlich, also der Stängel ist ja ziemlich lang und den kann man schön in der Erde verbuddeln bis zu den Blättern, dass gerade die Blätter noch rausschauen, sodass die an dem Stängel noch mehr Wurzeln bilden. Und das kennt ihr sicher, wenn ihr schon mal Tomaten angebaut habt, dass sie auch unten am Stängel Wurzeln bilden können. Und so stehen sie dann ein bisschen kräftiger und ergeben kräftigere Pflanzen. Dann drücken wir sie vorsichtig an, gießen sie wieder vorsichtig an, auch wieder mit einer feinen Brause. Und dann können sie wieder unter die Pflanzenlampe wandern. Die Pflanzenlampe habe ich übrigens so eingestellt, dass sie 16 Stunden am Tag leuchtet, sodass sie mit einer Zeitschaltuhr einfach morgens angeht, meistens noch bevor wir aufstehen und abends, wenn wir ins Bett gehen, geht sie irgendwann aus, sodass wir nicht dran denken müssen und die Pflanzen trotzdem alles bekommen, was sie brauchen. Und dann wird es langsam auch Zeit, dass die mal ein bisschen was zu futtern bekommen. Gerade wenn ihr nur Anzuchterde verwendet habt, dann reichen die Nährstoffe oft nicht so lange aus und dann düngen Ich nehme dafür wie nasse Dünger. Wenn ich welchen finde im Internet, kann ich euch den auch unten in die Videobeschreibung packen. Das ist meiner Erfahrung nach der Dünger, auf den Tomaten am meisten abfahren. Natürlich ein biologischer Dünger. Den verdünne ich aber ungefähr doppelt so stark, wie es auf der Packung angegeben ist, damit die jungen Pflanzen jetzt noch nicht überfordert werden. Die haben noch nicht so einen enormen Nährstoffbedarf, aber ein bisschen Düngung brauchen sie eben. Aber wenn du deine Pflanzen nur in Anzuchterde ausgesät hast und nicht in Kompost, dann gib ihnen ruhig noch ein kleines bisschen mehr Dünger mit ins Gießwasser. Man gießt die Pflanzen immer so, dass man das Wasser in die Unterlage gießt und dann steigt es gleichmäßig hoch in die Töpfchen. So kann man sicher gehen, dass alle Pflanzen genauso viel Wasser bekommen, wie sie brauchen und man nicht nur oben oberflächlich die Erde angefeuchtet hat. Und wenn deine Pflanzen dann langsam ins Teenageralter kommen, also ungefähr so groß sind, dann kannst du auch mal weniger gießen, sodass die Erde ein bisschen austrocknet. Natürlich sollen die nicht vertrocknen, ne? Also wir wollen jetzt die Pflanzen hier auch nicht foltern, aber es führt eben dazu, dass sie ihre Wurzeln besser ausbilden, dass sie ein bisschen selbstständiger werden, weil sie sich ein bisschen mehr anstrengen müssen, um mehr Wasser zu bekommen. Ja, und das führt dann eben dazu, dass man kräftigere und selbstständigere Pflanzen dann ins Beet auspflanzen kann. Ihr könnt die Tomaten dann Mitte Mai nach den Eisheiligen, also nach den letzten Frösten, nach draußen pflanzen. Frost wollen die nicht unbedingt haben und wie das funktioniert, welche Düngermischung ihr da ins Pflanzloch geben müsst und so weiter. Darüber habe ich schon mal ein Video gemacht, also schaut auf jeden Fall mal da drüben vorbei, wenn das bei euch ansteht. Ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder mit einem neuen Video. Tschüss! Oh, hier guckt schon die erste raus.